schon öfters mit, dass Leute auch sich das angucken, durchlesen und so. Also ich denke schon, dass es auch ein bisschen angenommen wird, habe ich so den Eindruck. Okay. Dann ist ja noch so eine Schulklasse als da, dann wird es gepflegt, ein bisschen sauber gemacht und so. Und ja, also wir kriegen das selber im Laden dann schon ein bisschen mit, dass da auch Leute einfach auch dran interessiert sind. Weißt du, wo wir jetzt hingehen? Ja, schon, ich komme zum Mahnmal gehen. Und weißt du, was das ist? Nein, ich habe noch nie davon gehört, aber ich würde schon gerne wissen, was das ist. Okay, wir sind ja gleich da. Wir sind jetzt hier am Mahnmal und das ist ein Denkmal für die Opfer der Zwangssterilisation aus dem Nationalsozialismus. Früher wurden Menschen mit Behinderungen wie zum Beispiel Schizophrenie, Blindheit oder Taubheit zwangssterilisiert. Und unter anderem wurden auch Menschen mit Suchterkrankungen, wie zum Beispiel eine Alkoholsucht oder eine Drogensucht, unfruchtbar gemacht. Also, kanntest du das Mahnmal davor schon? Nee, kannte ich noch nicht. Und was hältst du jetzt so davon, als du das alles gehört hast? Also, wenn man überlegt, ist es schon ziemlich krass, dass man halt Leute dafür zwangssterilisiert hat, nur weil sie jetzt krank waren oder so. Ja. Können Sie uns vielleicht sagen, was das ist, oder haben Sie eine Idee? Ich muss sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich dachte immer, es wäre moderne Kunst. Okay. Haben Sie vielleicht eine Ahnung, was das sein könnte? Nein, ich habe es noch nicht gesehen vorher und weiß auch nicht, was es ist. Und seit wann gibt es das? Also der Standort ändert sich von Jahr zu Jahr. Ja, ja. Also jetzt ist es jetzt vor dem Jugendamt, weil selbst das Jugendamt war ja auch mit da drin, mit der Zwangssterilisation. Ja, ja. Und jetzt gucken die halt, wo sie noch das mal hinstellen können, an weiteren Schulen oder von den Krankenhäusern. Also, und wie lange bleibt es dann? Ein Jahr. Am 15.03.2018 haben wir als Tuller Realschule die Patenschaft für das Mahnmal übernommen. Als Aufgabe haben wir uns gestellt, dass jeder Schüler mal an dem Mahnmal sein wird und dort informiert wird. Außerdem gibt es an unserer Schule eine Gruppe von Schülern, die das Schicksal eines Opfers näher untersuchen werden. Dafür werden wir in das Stadtarchiv Marchivum hier in Mannheim gehen. Das hier ist Betty Franz. Jetzt gehen wir ins Mannheimer Stadtarchiv und wir versuchen heute mehr über die Zwangssterilisation im Nationalsozialismus herauszufinden. Übrigens, das hier war früher ein Bunker. Morgen! Morgen! Hallo. Hi! Können wir schon mal reingehen jetzt? Ja, also, sind wir gleich Schluss? Ja. Okay. Boah, bin ich gespannt. Ja, ich auch. Ja, ist schon. Aufregend. Ja, mal gucken, was wir finden. Ob wir was finden. Ja, voll interessant, wie viele Informationen wir rauskriegen. Ja. Über die Familie, Betty. Ja. Auch für uns wäre es ja wichtig. Ja. Ich habe immer so ein bisschen das, was, als müsste ich es jetzt irgendwas beweisen. Und das ist schon komisch, ne? Obwohl du weißt eigentlich von der Person, dass und das ist passiert, trotzdem, solange du irgendwie nichts in der Hand hast. Schauen wir mal, was rauskommt. Bei der Beratung mache ich dann immer auch so eine Einführung in die Datenbankrecherche, damit die Benutzerinnen und Benutzer das auch selbstständig recherchieren können. Ansonsten kann man hier im Lesesaal schon viele Dokumente einsehen, also das sind vor allem Bilder, aber auch Standesamtsunterlagen für Personenrecherchen. Wir haben frühe Mailunterlagen, also Familienbögen zum Beispiel, die sind digitalisiert, oder unser kompletter Zeitungsbestand. Also sämtliche Zeitungen, die Mannheim Bezug haben, beziehungsweise die hier in Mannheim erschienen sind oder Mannheimer Themen behandeln, sind bereits digitalisiert und kann man hier dann vor Ort recherchieren, ohne dass man das jetzt noch im Magazin aussehen müsste. Praktisch alle Unterlagen von Personen, die vor 80 Jahren und früher bei uns geheiratet haben, bis 1876 zurück. Und in diesen Aufgebotsunterlagen steht oft ein bisschen mehr drin, als das, was man so sonst über sie weiß. Zum Beispiel gab es eine Ehe vorher, waren beide ledig. Wer ist denn der Vater und die Mutter, wo lebt die? Das steht da mit drin. Manchmal auch der Beruf und manchmal auch nur die gerade zur Zeit arbeiten. Also das heißt, wenn man so eine Person versucht herauszufinden, muss man erstmal alle möglichen amtlichen Unterlagen suchen und kann danach so ein bisschen für sich versuchen zu rekonstruieren. Das ist manchmal recht mühsam, aber oft auch erfolgreich. Ah. Nee. Da haben wir immer gleich aufgebaut. Steht immer zunächst der Mann. Hier, der kann das lesen.
was das heißt. Metzger. Metzger, genau. Michael Leonhard Franz. Gesetz zur Verhütung erbkrankten Nachwuchses vom 14. Juli 1933. Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird. Paragraf 1. Artikel 1. Wer erkrankt ist, kann durch chirurgischen Eingriff unfruchtbar gemacht werden, wenn nach den Erfahrungen der ärztlichen Wissenschaft mit großer Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass seine Nachkommen an schweren körperlichen oder geistigen Erbschäden leiden werden. Artikel 2. Erbkrank im Sinne dieses Gesetzes ist, wer an einer der folgenden Krankheiten leidet: angeborener Schwachsinn, Schizophrenie, zirkulärem Irresein, erblicher Fallsucht, erbliche Veitstanz, erbliche Blindheit, erbliche Taubheit und schwerer körperlicher Missbildungen. Artikel 3. Ferner kann unfruchtbar gemacht werden, wer an schwerem Alkoholismus leidet. Eine Frage, wie war die Versorgung früher bei der Zwangssterilisation, also die medizinische Versorgung? Wie ist man da vorgegangen? Das war ein ziemlicher Massenbetrieb in den Krankenhäusern. Mhm. Die Leute wurden vorbeigeschickt, wurden dann dort meistens ambulant operiert, das heißt, sie mussten gleich wieder gehen. Bei Frauen war der Eingriff ein bisschen komplizierter als bei Männern, deswegen durften sie einmal dort noch bleiben für ein paar Tage. Aber insgesamt war die Versorgung eher nicht so gut und es ist auch durchaus öfters vorgekommen, dass Leute im Nachgang dieser Operation noch Komplikationen hatten. Und es ist auch durchaus vorgekommen, dass Leute an den Folgen gestorben sind. Also das gab es auch. Haben Sie vielleicht noch mehr Informationen für uns für das Thema Betty Franz? Das Staatsarchiv in Würzburg, und zwar der Vater von Betty Franz, der Andreas Franz, der war dort in einer Heil- und Nervenanstalt, und zwar, weil er altersdement gewesen ist. Er wurde dort eingewiesen, und falls es über diesen Aufenthalt in der Anstalt Akten gibt, dann wären die eben dort im Staatsarchiv Würzburg. Ob es welche gibt, das kann ich jetzt so aus dem Stand nicht sicher sagen. Aber das wäre vielleicht eine Spur, der man noch nachgehen könnte. Und wissen Sie jetzt allgemein noch darüber, wie es dazu gekommen ist, dass die Menschen in der NS-Regierung das bestimmt haben, dass so Leute zwangssterilisiert werden? Ihr meint, wie es konkret dazu gekommen ist? Da hat es dann quasi eine Anzeige immer gegeben. Die Anzeige kam manchmal von Nachbarn oder von Leuten aus der Familie oder von irgendwelchen Bekannten, manchmal auch vom Hausarzt, wenn den Leuten eben irgendwas Komisches aufgefallen ist an der Person. Also es gab verschiedene Gründe, warum man zwangssterilisiert werden konnte. Wenn man zum Beispiel blind war oder taub,
wenn man schizophren war, wenn man Alkoholiker gewesen ist. Das waren alles Dinge, von denen die Nazis geglaubt haben, das kann sich vererben, das kann sich auf Nachkommen übertragen. Und deswegen wurde dann gegebenenfalls zwangssterilisiert. Es gab dann immer ein Gerichtsverfahren vor dem sogenannten Erbgesundheitsgericht. Und da wurde dann die Person betrachtet und ihr Werdegang betrachtet, ihre medizinische Geschichte betrachtet. Und dann wurde nach den Kriterien der Nationalsozialisten entschieden, ob diese Person Kinder haben darf oder nicht. Wegen welcher Diagnose wurde Betty Franz nach ihrer, Rückkehr nach, aus Amerika von Ärzten behandelt? Wie gesagt, sie hat wohl Schwermut entwickelt, sie hat Depressionen gehabt und das war eben auch eine dieser Diagnosen, wegen denen man zwangssterilisieren durfte, weil man eben auch geglaubt hat, dass sich Depressionen weiter vererben können in der Familie. Das für ihren Vater gewesen. Da schreibt sie dann nicht Betty, sondern Babette. Ja, sie hat manchmal, das habe ich, also bei mir steht auch manchmal, das ist Tante Betty. Also die haben immer Tante Betty zu ihr gesagt, aber Babette ist auch irgendwo. Barbara gibt es auch als Version, ne? 71 bis 73. Das sind Optiker. Aussteigen, bitte. Ah, ja. Mal mit. Vorne statt 61. 71 bis 73. Okay. So, hallo. Wir wollen einen Film drehen über den Heimatverein und über die eventuellen Sachen, die der Herr Franz hier, die im Verborgenen schlummern. Da kommen Sie mal mit. Sie sind auch Teil des Heimatvereins? Lol, guck mal, hier sind wir. Sind wir noch welche? Ja. Frau Böker! Ja. Ah, wir haben was echt auch interessante Sachen gefunden. Luftaufnahmen von. Wir haben auch die Bilder von der Metzgerei. Das ist eine andere Metzgerei, die hier am Marktplatz. Okay. Härte. Die Konkurrenz. Guck mal, wir haben die Tante Christa gefunden. Die wir jetzt nachher in der Metzgerei und die sehen wir nachher. Also das ist das Haus, wo früher der Reichsadler drin war. Und daneben war die Metzgerei, wo jetzt der Friseursalon ist. Also diese Tante wohnt da auch noch jetzt. Okay. Christa. Ja, dann sollen wir mal reingehen? Ah ja, natürlich. Mhm. Okay. Ja, das waren noch Zeiten. Mhm. Wann war das ungefähr? 56 habe ich geheiratet. Es muss kurz so um die Zeit 58, 59 gewesen sein. Ja. Okay. Das kann ich mir sehr vorstellen. Ja, ja. Hast du die Betty mal kennengelernt? Als die Hawaii hat ja eine Weile in Mannheim dann auch mal gelebt. Das hast du gar nicht mitgekriegt, oder? Ich habe jetzt erst heute von ihr erfahren. Ah, okay. Ja, habe da nie was gehört. Aha. Aber sie muss in Moldau gewesen sein, hat die Marga gesagt. Mhm. Sie kann sich an sie erinnern. Ah ja. Aber ich nicht. Mhm. Das ist Lisa, die Schwägerin von Betty Franz. Sie war mit Leonhard, dem Bruder von Betty, verheiratet und hat mit ihm auf der Rheinau eine Gaststätte und eine Metzgerei betrieben. Betty war in den 30er Jahren mehrfach bei ihnen gemeldet. Wie und wann haben Sie das mit Ihrer Großtante erfahren, also dass sie zwangssterilisiert wurde? Da war ich ungefähr 12, 13 Jahre alt. Meine Oma hatte so eine Schublade mit alten Fotos, in der ich gerne gewühlt habe. Und eines Tages habe ich dann ein Foto von Betty Franz drin gefunden. Und meine Oma hat mir erzählt, dass es ihre ältere Schwester ist, die eben von den Nationalsozialisten zwangssterilisiert wurde. Ich wusste als Kind natürlich mit dem Begriff überhaupt nichts anzufangen und habe dann gefragt. Und meine Oma hat es mir dann erklärt. Und ich war dann sehr, sehr betroffen, dass andere Menschen einem Menschen diese Entscheidung, ob man Kinder haben möchte oder nicht, einfach so abnehmen und einem so eine Gewalt antun.
Ja. Und wo Sie das schon angesprochen haben, hätten Sie sich auch vorher schon mit dem Thema befasst, beziehungsweise auch ohne, dass Ihre Großtante davon betroffen war? Also ich habe immer mal wieder so Anknüpfungspunkte zu dieser Zeit gehabt, weil ich im Laufe meines Lebens immer auch Menschen kennengelernt habe, die auf andere Art und Weise durch die Nazis verfolgt worden sind. Also Leute, die im KZ waren oder so, mit denen bin ich dann ins Gespräch gekommen. Von daher war es immer ein Thema für mich. Und was ist jetzt Ihr Ziel, was Sie damit erreichen wollen? Ich möchte eigentlich, wieder gut machen kann man das nicht nennen, aber ich möchte nicht, dass das vergessen wird und ich möchte so ein Stück weit dieser Tante auch gerecht werden. Sie war ja dann praktisch den Rest ihres Lebens stigmatisiert. Mhm. Das heißt, andere Leute haben sich dann vielleicht so insgeheim gedacht, naja, irgendwas wird wohl gewesen sein, wenn die das gemacht haben. Mhm. Aber sie war eigentlich nichts anderes als eine kluge junge Frau, die halt nicht so angepasst war und wollte ihr eigenes Leben leben. Thank you.